Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns mal die besten Tablets mit Tastatur als Notebook Ersatz für unter 500 Euro an. Und wir schauen uns mal an, wieso ich genau die rausgesucht habe und welche Vorteile die bieten, aber auch natürlich welche Nachteile. Und all das seht ihr nach dem Intro. So, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, sind das heute sehr schöne vier Tablets, die man aber auch als Notebook verwenden kann. Also die sind ursprünglich alle als Tablet auch gedacht, außer so zwei. Aber die sind auch alle dafür ausgelegt, dass man sie als Notebook oder Laptop verwenden kann. Sie kosten alle so circa teilweise 300 Euro, aber pendeln sich so alle bei um die 500 ein. Einer kostet ein bisschen mehr, aber kommt immer auf Angebot für Angebot darauf an. Bei allen diesen ist zwar die Tastatur optional, aber trotzdem alle Preise, die ich euch nenne, sind direkt mit Tastatur. Bei einigen ist schon der Stift von Haus aus dabei. Bei manchen muss man aber dazu kaufen, das ist bei zwei Modellen so. So, dann fangen wir mal an. Eins, weswegen ich auf die Idee gekommen bin, für mich selber ein Tablet, welches ich auch als Notebook oder Laptop verwenden kann, ist das Huawei MatePad Pro. Also allgemein um zu sagen, ich habe eigentlich auf der Suche für ein Tablet, mit dem ich meine Thumbnails machen kann, mit dem ich meine Scripts schreiben kann, mit dem ich allgemein auch so arbeiten kann, auch für die Schule Sachen, PowerPoint-Präsentationen, weil ich habe dieses Jahr eine ziemlich große Präsentation, die ich in der Schule halten muss, und dafür habe ich das allgemein so gesucht. Und ich fand das MatePad Pro ziemlich interessant, vor allem wegen dem Design. Es kommt aber bei mir als erstes, weil es für mich keinen Sinn hat, das zu kaufen, weil ja, es hängt halt noch immer die Huawei-Dienste hinten dran, die, also die Google, fehlenden Google-Dienste, die dann halt natürlich auch immer mitspringen. Es wird sicherlich kein schlechtes Tablet. Für den Preis mit Keyboard und Stift ist es auch ziemlich okay. Das ist das teuerste im Vergleich. Ich weiß, das kostet so 550. Ja, muss schauen, Black Friday kriegt man bestimmt ein Angebot, wo man alles zusammen billiger bekommt. Wo man sagen muss, dass 550 Euro schon ein echt gutes Angebot sind. Wir haben ein Kirin 990, eine ziemlich lange Akkulaufzeit, ein wunderschönes Display, 260 Hz und IPS, aber trotzdem mit einem Punch-Hole, was extravaganteres ist. Und oh, man hat auch eine Art Desktop-Modus, was ich bestimmt auch sehr interessant finden würde, obwohl auch der ein bisschen, naja. Aber dann fehlen halt natürlich die Google-Dienste und es ist zwar schon möglich, da einiges zu installieren, aber viele haben halt gesagt, dass man sich in manchen Bereichen die Apps zu installieren extrem schwer tut, vor allem sowas wie YouTube Studio oder so. Und das ist für mich halt natürlich als YouTube extrem wichtig, dass ich YouTube Studio nutzen kann. Und das will ich halt auch direkt auf dem Tablet nutzen. Ich kann zwar theoretisch über mein Handy machen, was ich gerade mache, aber ganz ehrlich, wenn ich da schon arbeite und auch sonst mich um meinen ganzen YouTube-Stuff da kümmere, dann will ich natürlich auch da easy immer reinschauen können, was genau gerade ist und was meine Zahlen oder so gerade machen. Also das ist natürlich dann nicht so geil, wenn das dann nicht funktioniert. Und auch sonst habe ich irgendwie, man kann zwar viele Apps über Drittanbieter oder so und über APKs und so, aber trotzdem finde ich das ein bisschen mühselig. Und ich finde es, muss ich sagen, jetzt echt nicht so angenehm. Und auch muss ich sagen, dass der Preis für 550 Euro, wenn wir es dann auf die anderen kommen, zwar gerechtfertigt fürs Aussehen und so sind, aber für die fehlenden Google-Dienste dann, ja, kriegt man natürlich auch ganz andere Sachen dafür. Also, da kriegt man schon fast ein Samsung Tab S6 und natürlich kriegt man auch Apple, also iPads dann, die sind in diesem Video nicht vertreten, weil da ist man mit Tastatur und so dann in ganz anderen Sphären, vor allem wenn man die offiziellen Tastaturen will. Und da käme ich mit 500 Euro nicht hin, deswegen habe ich die mal rausgelassen. Sonst haben wir, glaube ich, alle anderen gängigen Betriebssysteme auch außer Android, auch zwei andere noch. Und ja, so, kommen wir mal zum zweiten Tablet. Und das hat wieder ein anderes Betriebssystem und das ist das günstigste im Vergleich jetzt. Das kostet nämlich nur 340 Euro in der 128 GB Version, denn das ist das Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. Ihr hört schon, Chromebook, klingt nach Chrome OS, ja, ist es auch. Und die Besonderheit ist, wenn ihr das kauft für 339 Euro, habt ihr direkt hinten so einen Clipstand, mit dem ihr das hinstellen könnt und auch direkt noch die Tastatur dabei. Einzige, was er halt nicht hat, ist der Stift. Ein wirklich, ich finde es echt wunderschön und Chrome OS ist bestimmt auch extrem angenehm. Wir haben 4 GB RAM, 128 GB, wie schon gesagt. Es ist ein Aluminiumgehäuse, welches oben aber so ein Stück in Eisbergblau heißt da, ist. Das ist dann aus Plastik, aber mein Gott,
Das nur die Oberteile, es sieht ein bisschen aus wie ein Pixel als Tablet mit dieser einen Kamera, was man als altes Design von den Pixels kennt. Und auch Chrome OS ist ja das, worin Google allgemein jetzt als Tablet-Software investieren will und immer auf Android, was man merkt, dazu will ich später noch kurz was sagen. Und das ID-Pad finde ich sehr interessant. Ich würde es mir auch gerne holen, wäre nicht die restliche Leistung so miserabel. Also, erstens der Speicher ist eMMC. Das ist auch wieder was Besonderes, also das ist extrem langsam. Und viele haben in Artikeln geschrieben, es ist gerade so zum Aushalten damit so, also das zu benutzen. Und die haben da oft von nur Video schauen und so geredet. Es ist einfach performance-technisch, so wie ich gehört habe, echt schlecht. Und für Skripten, Videoschnitt teilweise und Thumbnails machen mit extrem aufwendigen Programmen wie Photoshop und Premiere ist halt da wahrscheinlich nicht so möglich, wie ich gerne machen würde. Und ich habe auch keinen Bock auf Aufhänger. Ich fände das Tablet extrem geil. Das Design, wenn ich das sehe, sieht echt extrem gut aus. Leider die schlechte Software, ich würde auch 100 Euro mehr auf den Tisch legen. Und dafür dann natürlich eine bessere Leistung. Hat es leider nicht, mein Gott. Aber trotzdem für jemand, der wirklich nur, ob sie was schauen will, vielleicht mal maximal eine Google Docs Datei schreiben will, für den wird das bestimmt sicherlich ausreichen. Auch inklusive der Tastatur kann man bestimmt auch E-Mails beantworten und so. Aber darüber hinaus natürlich nichts. So, das nächste Tablet hat zwar mit diesem Problem, dass es keinen besseren Prozessor oder so gibt, nicht zu kämpfen. Dafür sind wir dann, wenn wir einen besseren Prozessor auswählen und eine allgemein deutlich bessere Leistung, schon in, ich würde mal so sagen, ganz anderen Preissphären. Also wir liegen hier dann schon, wenn man nur den minimal besseren Prozessor mit doppelt so viel Speicher und doppelt so viel RAM nimmt, liegen wir schon bei 700 Euro. Aber in der Standardvariante mit dem Pentium Gold und 4 GB RAM, 64 GB SSD, der Speicher ist natürlich erweiterbar, liegen wir dann aber in entspannten 400 Euro. Und vielleicht kennst du es euch schon denken, in dem Fall läuft Windows drauf und das kann ja wohl nur das Surface sein. Und in diesem Fall sind wir beim Surface Go 2. Ein eigentlich extrem geiles 2-in-1 Tablet. Nur erstens denken viele, dass da direkt die Tastatur dabei ist. Da muss ich euch leider enttäuschen. Um die Tastatur zu kriegen, müsst ihr ja ziemlich genau gerade wirklich extrem viel Geld mit drauf zahlen. Also ihr müsst, glaube ich, über 90 Euro drauf zahlen. Man muss sagen, man bekommt die Tastatur so einzeln, wenn man es normal kauft, schon für 70 Euro. Aber trotzdem liegt man dann auch schon bei wieder ordentlichen, auch schon wieder bei 480 Euro, was dann natürlich auch schon ordentlich ist, wenn man belegt, dass es wieder nur der Mittelklasse, also eher untere Mittelklasse-Prozess ist, der am Ende zwar besser ist als der vom Lenovo IdeaPad Duo Chromebook, aber alles andere als wirklich viel besser. Natürlich muss man sagen, dass der Surface Pen auch extrem geil ist, aber natürlich muss man den extra kaufen, aber das ist nicht mal das Schlimme. Natürlich ist Windows auch bestimmt extrem angenehm, auch weil das Ganze auf Linux basiert und somit kann man auch Linux-Dienste wie LibreOffice und so nutzen. Und natürlich würden alle Programme von Adobe und so gehen. Deswegen wäre mir das auch bestimmt lieb, obwohl ich auch dann das Design ein bisschen merkwürdig finde und ich dann wieder den besseren Prozessor für mich selber haben wollen würde. Und somit wäre ich dann, wie gesagt, dann schon deutlich teurer. Also jenseits der 600 Euro auf dem Weg von 700 Euro und dafür kann ich mir dann auch ein iPad eher der vierten Generation oder besser schon ein iPad Pro kaufen und das ist natürlich dann schon deutlich besser. Natürlich ist dann die Tastatur auch teurer, aber trotzdem. Das Tablet allgemein ist bestimmt unglaublich interessant zu nutzen, auch durch die neuen dünneren Bildschirmränder. Und jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit schauen, sonst wird das Video zu lang. Wir sind jetzt schon bei über 10 Minuten und man kriegt gerade, wie gesagt, gut im Angebot für 400 Euro. Und ich glaube, wer nicht so viel Grafikleistung, aber volles Windows braucht und viel mit Microsoft-Diensten arbeitet, für den ist das bestimmt empfehlenswert. Für mich selber, der extrem auf Leistung angewiesen ist und da das Beste für den Preis von 400 Euro circa wäre mein Preisbereich eher Richtung 500 braucht, für den ist das natürlich nicht ganz das Goldene, ja, mit dem Pentium Gold, man einfach keinen Spitzenklasse-Prozessor hat und man muss 150 Euro drauf zahlen, nur wenn man den doppelten RAM und die doppelten Speicher hat. Finde ich ein bisschen übertrieben, auch dass das die Tastatur nicht dabei ist, finde ich schade, weil das ja eigentlich auch das Markenzeichen von Surface war.
Und jetzt zu guter Letzt, das, welches ich mir am liebsten holen würde und vielleicht sogar hole, das ist das Samsung Galaxy Tab S4. Und wie der Android, wie das erste auch schon war. Nur ist der Unterschied, dass dieses jetzt 100 € weniger auch mit Typecover, also Tastatur und dem Stift kommt, also genauso, aber 100 € günstiger. Und dafür Google-Dienste bietet, natürlich leider nicht ganz so modern aussieht, obwohl wir schon relativ dünne Hände haben. Leider hat es nur einen Iris-Scanner und eine Gesichtserkennung. Ich hätte mir einfach einen Fingerabdrucksensor mehr gewünscht. Aber das sind jetzt andere Fakten, darauf wollte ich eigentlich gar nicht eingehen. Es geht auf den Grund, wieso es ich für mich als Arbeits- und Notebook oder Laptop-Ersatz wählen würde, ist ganz einfach. Erstens, dass es für den Preis eine recht gute Leistung mit dem Snapdragon 835 bietet. Wer das mitverfolgt, vor allem im Handymarkt, weiß, dass der 835er jetzt nicht der neueste ist und das Tablet auch schon vor 2 Jahren rauskam und damals aber für einen Preis von 800 €, als damals der völlige High-End-Preis war. Und bis jetzt das einzigste Tablet, was von Samsung die beste Leistung bietet, dafür aber auch nicht zu teuer, wie jetzt zum Beispiel das S6, welches 600 € kostet. Und ich glaube, für 10 € mehr oder so kriegt man teilweise das S7 mit 120 Hz Display und die 600 € sind mir einfach zu viel. Und da natürlich auch noch ohne den entsprechenden und das entsprechende Typecover, welches ich, also ich hätte halt Hunger, weil nur so kann ich damit wirklich arbeiten. Auch wenn ich dann trotzdem mir nur eine Maus kaufen muss, weil leider hat das Ganze kein Pad, um das Ganze zu bedienen. Aber ganz ehrlich, es ist auch nicht so schlimm. Es gefällt mir extrem gut, weil es sieht gut aus. Es hat einen AMOLED-Bildschirm, was einfach deutlich besser aussieht und noch Strom spart. Bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit, extrem viel. Wenn ich mir das Tablet hole, gibt es natürlich ein Unboxing und natürlich auch ein Review. Wahrscheinlich auch ein Langzeittest. Ich hoffe, dass ich am Black Friday ein ganz gutes Angebot erwische. Vielleicht sogar für 400 mit Tastatur und Stift. Und ich glaube, ihr könnt extrem gespannt sein. Das war jetzt diesmal nur eine extrem kurze Zusammenfassung von allen Tablets, die ich kurz eingegangen bin. Das war jetzt nicht so faktenbasiert. Ich habe nur die grundlegenden technischen Daten genannt. Wenn ihr jetzt zu irgendeinem Einzelwunsch habt, sagt, oh, das Ideapad von Lenovo mit Chrome OS finde ich so interessant. Das würde ich unbedingt mal gerne ein extra Video dazu sehen. Schreibt einfach in die Kommentare und dann mache ich das für euch. Das ist gar kein Problem. Mich interessieren die alle auch extra, selber extrem. Und ich war wirklich lange jetzt auf der Suche und habe geschaut, was ist denn jetzt als Bestes dafür geeignet. Und ich hoffe, dass ihr ein gutes Angebot erwischt und dann seht ihr auch ein echt hochqualitatives Review, was dann kommen wird. Zudem. Und ja, somit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bald kommt auch mein drittes Video zum Power Mac G5. Da sind schon die meisten Sachen dreht. Jetzt fehlt nur noch ein Aufkleber, den ich noch brauche, um das Ganze nur fertig machen. Und da könnt ihr euch schon echt drauf freuen. Und ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen, damit unterstützt ihr mich einfach völlig kostenlos. Somit reingehauen.